Gesundes und ureingeltaugliches Bauen in der Praxis. Ich bin hier heute bei Stefan Timm, der für seine Familie und sich ein echtes ökologisches und nachhaltiges Haus gebaut hat. Er zeigt es uns, wir werden Vollholz sehen, Lehm, einen Grundofen, keine sonstige Heizungsanlage und sehr viel spannende architektonische und gestalterische Details. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Ewisch und hier auf dem Kanal dreht sich alles rund ums gesunde und ureingeltaugliche Bauen. Übrigens, Stefan Timm und die Firma, die er mittlerweile leitet, greifen auf fast 30 Jahre Erfahrungen zurück im ökologisch nachhaltigen Bauen von Vollholzhäusern. Christina, ein ökologisches Massivholzhaus oder überhaupt ein ökologisches Haus, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Muss es auch, weil es muss immer zum Grundstück passen, es muss zum Bewohner passen. Das Haus ist geplant nach den Bedürfnissen und Vorstellungen von mir und meiner Frau. Und wir haben natürlich unglaublich gesund und ökologisch gebaut für uns und unsere drei Kinder. Und das zeige ich dir jetzt. Als erstes würde ich mal vorschlagen, wir laufen mal draußen rum, dass du ein Gefühl kriegst vom Außen, vom Haus. So, ja, von den Dachüberständen, von der Terrasse und so weiter. Und dann gehe ich mit dir rein. Hier habe ich dir mal so einen Thomawürfel hingelegt, dass du mal siehst, aus welchem Material ist unsere Außenwand. Das ist also hier ein Block Holz. Die sind im Sperrverband miteinander verdübelt, komplett leimfrei und ja, sind die gesamte Außenwand. Wir haben dann noch hier außen drauf, wie du es hier siehst, eine dünne Holzweichfaserplatte. Dann haben wir eine Hinterlüftungsebene. Und dann unsere hier aus unseren eigenen Wäldern von uns gesägte und verarbeitete Douglasie. Hier ganz sägerau, hier mit einer schönen Holzfensterbank, weil wir hier überdacht sind. Wir haben hier im Norden, im Eingangsbereich, eine Überdachung. Und wir haben, das ist auch nicht so häufig, eine nach außen aufgehende Tür. Das schafft natürlich Platz hier im Ingang, im Eingangsbereich. Und durch die große Glasscheibe, die wir hier haben, können wir die auch nach außen aufmachen, weil die Besucher, die kommen, die werden dann nicht mit der Tür abgeräumt, sondern wir sehen die Besucher und man kann nach links und rechts treten. Deswegen ist so eine nach außen aufgehende Tür hier möglich, ne? Naja, und dann haben wir einfach auch eine Nordterrasse und bei den ganzen heißen Wochen, die wir haben im Sommer, sitzt keiner im Süden. Da guckt man irgendwo, dass es kühle, schattige Bereiche gibt und die findest du zum Beispiel hier vorne. Gut, dann gehen wir mal ums Haus rum. Was wir ganz schön finden ist, dass du trockenen Fußes ums Haus herumlaufen kannst. Deswegen haben wir hier außen eine Holzterrasse. Das ist auch alles Eichenholz, was wir selbst verarbeiten, selbst gesägt haben. Schönes Eichenholz aus den eigenen Wäldern. Dann siehst du hier außen, das ist ein sommerlicher Hitzeschutz und auch ein Sichtschutz. Hier hinter dem großen Fenster haben wir unser Gästebad. Oben im Giebel haben wir auch einen sommerlichen Hitzeschutz, damit sich die Räume nicht an diesen sonnigen Tagen zu sehr aufheizen. Schau, hier am Haus haben wir dann die Außenwasserhähne. Einmal hier Regenwasser, was wir in der Zisterne sammeln und dann auch für den Garten benutzen. Und dann natürlich einmal Frischwasser. Der große Kasten hier. Hier hinter sind unsere zwei großen Gasflaschen, die wir brauchen, um in der Küche zu kochen. Wir kochen auf offener Flamme und dafür sind diese beiden Gasbehälter. Das schafft nochmal Autarkie und Unabhängigkeit, dass man auch bei einem Stromausfall immer kochen kann und was Warmes auf den Tisch bekommt. Und was du hier siehst, ist so eine typische Verandasituation. Wichtig bei der Planung, wenn du so eine Veranda planst, ist es wichtig, dass das Vordach nicht zu tief ist, weil es dann zu viel Licht nimmt. Es darf nicht zu hoch sein, dann ist es nicht mehr gemütlich. Weil was du erreichen willst, ist, dass die flache Wintersonne die Energie und das Licht reinbringt, aber die steile Sommersonne bitte mit ihrer Energie und ihrer Wärme draußen bleibt, damit es im Haus schön angenehm kühl ist im Sommer. Naja, und die Wärmeeinträge im Winter, die willst du natürlich im Haus haben, ne? So, hereinspaziert. Jetzt sehen wir dann den Eingangsbereich. Du siehst, das ist alles relativ offen. Weil was du versuchst in der Architektur oder im Entwurf,
Du versuchst, Verkehrswege einzukassieren, alles dem Raum zu schenken. Weil was wir nicht wollen, ist, ganz viele Verkehrsflächen zu schaffen und damit wenig Haus. Weil du weißt, bauen ist teuer und wir haben wirklich keinen Quadratmeter, den wir verschenken wollen. Also hier der große Wohn-Ess-Bereich. Du siehst hier die Küche und wie du siehst, wir sind wirklich gerade eingezogen. Das heißt, noch Lichtschalterabdeckungen fehlen, Küchenarbeitsplatten sind noch nicht vollendet. Wenn du hier in der Küche stehst, dann kannst du auch bei der Arbeit immer einen Kontakt haben mit deinem Besuch, mit deiner Familie. Du kannst, und das ist wichtig, du kannst rausschauen in die Landschaft zu den spielenden Kindern. Du kannst aber auch auf den Hof gucken und schon sehen, ist der Besuch gekommen, ist Christina schon da? Und wenn du dich dann allen abwendest und du gehst an die Spüle, dann hast du schönes, natürliches Licht, ohne Licht anschalten zu müssen. Und auch da kannst du rausgucken und stehst nicht wie so ein Pferd in der Box. In der Küchenplanung, nun bin ich selber kein Küchenplaner, aber der Abstand von Küchenblock zum Arbeitsplatz ist also genau ausgewählt. Dann siehst du vielleicht hier, wir haben hier den Kühlschrank stehen, hier gibt es eine Gebäudeecke, wo kein Schrank ist. Da ist dahinter die Waschmaschine und der Trockner. Das zeige ich dir gleich, wenn wir mal ins Bad gehen. So hast du keinen Schrank. Du kennst auch diese Topfschränke, ne, die du so umständlich rausdrehst, die relativ müllig sind. Das brauchen wir hier nicht. Hier haben wir jetzt den großen offenen Eingangsbereich. Jetzt kommt der Besuch und alle strömen ins Haus. Man kann sich gleich hinsetzen, die Schuhe ausziehen, keiner läuft sich über den Haufen. Man hat wirklich viel Raum und viel Platz. Und die vielen Jacken, Stiefel, Schuhe, die haben alle hier unter der Treppe Platz. Später werden die sicherlich nochmal verschlossen mit Türen oder irgendeiner Art von Möbel. Dahinter dann die Jacken, die Schuhe. Und dahinter, weil ich habe ja viel zu viel Platz, dahinter haben wir die Haustechnik. Das heißt, wenn man jetzt an den Sicherungsautomaten muss oder wenn man den Zähler ablesen will, die Wasseruhr ablesen will, dann kann man das hier tun. Wir haben den Platz nicht verschenkt und haben nicht einen unnötigen Hauswirtschaftsraum, den wir aufgrund der wenigen Haustechnik nicht brauchen. Weißt du, im Hausbau ist es so, der Ofen ist das Herz des Hauses. Während die Treppe vielleicht die Seele ist. Der Ofen ist hier bei uns ganz zentral im Haus. Es ist ein großer, massiver, schwerer Grundofen. Hier wird der Ofen beschickt. Und über der Brennkammer laufen dann die Züge in der Wand und dann in den Schornstein und raus. Das heißt, die gesamte Wand ist Ofen und strahlt in diese Richtung ab. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Da strahlt der ganze Ofen und die Wärme dann in den Wohnraum. Und hier ist das Herz des Hauses. Dieser Grundofen, der jetzt in dem Bereich hier verkachelt ist, läuft hinter dieser Wand weiter. Das sind die Züge, die hier liegen. Das heißt, wenn du hier Platz nimmst im Winter, hast du die angenehme Wärme im Nacken und die tolle Aussicht nach vorne. Die einzige Heizung im Haus, wir haben also nicht eine Fußbodenheizung, Wärmepumpe oder irgendwas verbaut, das ist tatsächlich das Einzige, was wir an Energie, an Wärmequelle haben. In dem Ofen verbaut haben wir ein Kupferregister, was warmes Wasser nach oben transportiert und dort als Wandheizung in den Wänden verteilt. Das ganze System ist ein geschlossenes System, es ist nahezu wartungsfrei und versorgt auch die gesamte obere Etage mit Wärme. Weißt du, im Wesentlichen kann man auf zwei Arten heizen. Einmal über Strahlung und einmal über Konvektion. Und überall da, wo mit Strahlungswärme gearbeitet wird, haben wir nicht diese Luftverwirbelung und damit auch eine Staubbelastung in der Luft. Das ist natürlich für die Atemwege hervorragend, wenn wir mit Strahlungswärme arbeiten und nicht Heizkörper verbauen, ja, die Luft verwirbeln. Wir haben kein Belüftungssystem. Wir haben keine Lüftungsanlage verbaut. Wenn wir hier lüften, machen wir das Fenster auf. Und wichtig ist, dass Fenster auch gegenüber liegen, dass wir eine schöne Kreuzlüftung hinbekommen. Und Stoßlüften, das heißt große Öffnung, damit wir relativ schnell Luftaustausch haben. Das heißt, dass wir in vielen Bereichen auch mit Festverglasung arbeiten können. So ist zum Beispiel das Lichtband hier nur dafür da, dass die Morgensonne reinkommt und uns
den Start erleichtert und dann ein schönes Lichtspiel macht in dem Raum. Bei dem Fenster ist es so, du willst, wenn du stehst, willst du rausgucken und dich nicht über dieses Fensterholz ärgern. Wenn du aber sitzt, dann willst du genauso den Blick nach draußen genießen. Das heißt, wichtig ist in der Fensterplanung, wo der Flügel sitzt, auf welcher Höhe, damit das Fenster immer funktioniert, ob du stehst oder ob du sitzt. Du siehst vielleicht, wir haben hier mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet. In der Außenwand ist es eine Tomawand, eine massive monolithische Wandaufbau, diffusionsoffen. Das heißt, wenn wir kochen, wenn wir atmen, wenn wir duschen, kann die Feuchtigkeit, dieser Dampfdiffusionsdruck, der kann durch die Wand durch. Während wir auf der Seite mit einer massiv gemauerten Wand gearbeitet haben, die wir richtig dick mit Lehm verputzt haben. Der Vorteil ist, ich habe einen hervorragenden Wärmespeicher, weil es wirklich viel, viel Masse hat. Und ich habe nochmal einen verbesserten Schallschutz. Jetzt im Vergleich zu einer Leichtbauwand beispielsweise. Wenn wir dann nach oben gucken, dann siehst du hier zwischen den Kiefernbalken eine Lehmdecke. Hier haben wir mit schweren Lehmbauplatten gearbeitet, die dann auch nochmal mit Lehm verputzt wurden und dann mit einer weißen Lehmfarbe dann angestrichen. Hier, das siehst du, eine schöne Kiefernwand mit dem Splintholz und dem Kernholz. Und diese Kiefer, die findet sich auch in den ganzen Balkenkonstruktionen wieder. Wir haben auch hier eine Kiefer und die oberen Balken sind auch eine Kiefer. Und natürlich arbeiten wir mit Holzfenstern. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Holz-Alu. In dem Fall haben wir auch Holz-Alu-Fenster. Natürlich dreifach verglast, tolle Beschläge. Hier sind die Fenster von innen geölt. Und ich bin ein großer Freund von einfachen Lösungen. Weil einfache Lösungen bedeutet auch immer, dass es für den Kunden preiswert ist. Und wir wollen ja ökologisch bauen und ökonomisch. Am Ende muss man sich ökologisch und wohngesund auch leisten können. Wir haben hier Massivholzleibung, der Abschluss, der ist hier ganz gerade mit solchen Kiefernleisten gemacht. Fensterbänke schließen auch bündig mit der Wand. Manche Fenster haben wir nach außen gestellt, so dass eine breite Fensterbank entsteht, auf der man auch mal Platz nehmen kann. Während bei solchen Lichtbändern das Fenster eher reingeholt wurde und wir eine schmale Fensterbank haben. Vielleicht zum Fußbodenaufbau. Wir haben uns hier für eine Eiche entschieden, weil sie einfach wahnsinnig robust ist, gerade in den Bereichen, wo viel gelaufen wird, wo viel Betrieb ist. Darunter haben wir eine Unterkonstruktion aus Holz und dann kommt schon gleich die Sohlplatte und darunter der Schaumglasschotter. Und Schaumglasschotter, das ist ein Material, was wärmeisolierend ist, das ist lastabtragend und verhindert, dass Feuchtigkeit aufsteigt, ist also kapillarbrechend. Ja, und das ist schon der ganze Aufbau. Wenn du im Haus viele Naturbaustoffe hast, viel Holz und viel, viel Lehm verbaust, dann kannst du einfach auf viele technische Dinge wie Klimaanlagen verzichten. Die Materialien nehmen Feuchtigkeit auf, geben sie ab. Und so hast du, wenn du ein Hygrometer aufstellst und mal die Raumfeuchtigkeit misst, hast du immer relativ konstant, immer um die 50%. Und das führt dazu, dass es einfach für uns angenehm und gesund ist. Und das Zusammenspiel von all den Sachen, die Strahlungswärme, die unbehandelten Naturmaterialien, das Licht, trägt dazu bei, dass das Haus maximal wohngesund ist. Hier vorne unser Gästebad, ja, ein relativ kleiner Raum. Wir haben hier das WC, wir haben hier einen angefertigten Schrank dahinter, die Waschmaschine und der Trockner, großes Fenster, Waschbecken und dann hier die große, großzügige Dusche. Man muss ein bisschen tricksen, man muss ein bisschen versuchen, kleine Räume groß wirken zu lassen. Das schafft man, wenn man große Fenster verbaut,
Wichtig hier, dass wenn das Fenster auf ist, man sich nicht den Kopf stößt, also auch mit aufgeklappten Fenstern man sich hier bewegen kann in dem kleinen Raum. Und dann ist dir vielleicht aufgefallen, haben wir sogar im Badezimmer einen Holzfußboden. Das schafft nochmal ja, viel mehr Wohnlichkeit. Und der Nassbereich, der ist dann hier in der Dusche und da logischerweise auch mit einer Duschwanne. Christina, unsere Häuser sind baubiologisch geplant. Auf der Südseite sind die Lebensräume und auf der Nordseite die Räume, die eher untergeordnet sind. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Treppenhaus haben, dann ist das eher auf der Nordseite. So wie es hier auch ist. Und wenn du siehst, hier unten ist die Stufe ein bisschen ausgestellt, dass der Eingangsbereich breiter wird. Und dann haben wir hier von der Materialart, wir haben hier eine gebürstete Eichentreppe aus Stammware. Naja, die Geländerstäbe, die passen zum Rest des Hauses. Das ist hier ein Industriestahl. Ganz simpel, ganz einfach. Und immer dann, wenn die Sachen simpel und einfach sind, werden sie dann auch am Ende preiswert. Ja, dann gehen wir mal hoch. Ein Haus darf überall schöne Orte haben, wo man mal kurz verweilt, wo man mal sitzt, mal aus dem Fenster schaut oder den Kindern beim Schuhbinden zuschaut oder ja, man vielleicht für ein Gespräch sich begegnet. Es darf überall schöne Plätze geben. Und da, wo Fenster angelegt sind, das darf auch in der Planung immer ja, überlegt sein. Hier sind wir jetzt in den oberen Räumen. Du siehst, wir haben auch hier auf dem Fußboden uns für eine Eiche entschieden, weil es der Flur ist und auch anders frequentiert. Und dann ist es die Nordseite. Wir wollen aber im Norden maximal Licht haben und auch Aussicht und nicht auf eine Wand gucken. Deswegen haben wir uns hier entschieden für diese Fenster, wo man rausgucken kann und ins Grundstück und auf den Hof zur Straße. Dann ist es ein Flur, der relativ schmal ist. Also er ist ausreichend breit, dass mehrere Leute sich hier aneinander vorbeigehen können. Aber es ist ein kleiner Bereich und wir wollen ihn großzügig und groß wirken lassen. Deswegen haben wir uns entschieden, hier die Kehlbalkenlage zu öffnen und den Blick nach oben zu ermöglichen. Und eigentlich ist der Raum ein dunkler Raum, weil von den Seiten kein Licht kommen kann. Deswegen haben wir das Schornstein-Austrittsfenster genau darüber gesetzt. Das sieht aus, wie als wenn da oben eine Tageslichtlampe verbaut ist, ist aber Gott sei Dank natürliches Licht. Christina, ein Haus ist eine eierlegende Wollmilchsau. Ein Haus muss sich immer deinem Leben und deiner Lebensjahreszeit anpassen. Wenn die Raumaufteilung hier oben sich mal ändert und man will Wände zurückbauen, dann ist das besonders leicht, wenn es im Leichtbau gebaut ist. Hier hinter haben wir ein Holzständerwerk, dann eine diagonale Holzverschalung, darauf eine Schilfmatte und dann richtig dick mit Lehm verputzt. Und dann mit weißer Lehmfarbe angestrichen, so dass wir das Licht maximal reflektieren lassen. Wenn wir ein Haus planen, dann geht es nicht nur um Licht und gesunde Baustoffe, sondern es geht auch um Akustik. Es ist nicht selten, dass Häuser geplant werden und gebaut werden, in denen nachher die Akustik schrecklich ist. Wenn wir also viel raue Oberflächen haben, dann haben wir meistens auch einen warmen, schönen Klang. Man kann aber auch Oberflächen, auch wenn sie mit Lehm verputzt werden, ganz, ganz glatt putzen, ne, und ganz, ganz glatt bekommen. Das hier ist das Masterbad, das Familienbadezimmer. So groß, dass mehrere Leute sich hier aufhalten können, aber nicht zu groß, weil kleine Räume sind natürlich total schnell warm im Winter, wenn wir heizen müssen. Und das muss es auch, weil im Badezimmer hast du in der Badewanne oder in der Dusche relativ wenig Kleidung an. Ja, du siehst vielleicht, auch hier fehlen noch die Abdeckung bei den Steckdosen. Wir sind quasi ganz frisch gerade ins Haus gezogen. Und hier wieder das Gleiche. Wir haben ein kleines Badezimmer, aber du willst, dass der Raum groß wirkt. Und das schaffst du mit einem großen Fenster, das schaffst du mit einer offenen Kehlbalkenlage. Und das macht den Raum auch interessant, ne? Es ist eine Kleinigkeit, aber es trägt dazu bei, dass wir wenig Energieverluste haben oder Energie brauchen. Weißt du, es gibt mittlerweile diese Armaturen, die in der Grundstellung immer auf kalt gestellt sind. Und wenn du dir die Hände waschen willst, dann brauchst du theoretischerweise ja kein warmes Wasser. Und wenn du jetzt warmes Wasser haben willst, musst du ganz umständlich das einmal umlegen. Und so vermeidest du, dass jedes Mal ja,
warmes Wasser notwendig ist und da irgendwie eine technische Anlage anspringt, um das Wasser zu erwärmen. Ne? Ja, du siehst auch hier, haben wir überall einen geraden Abschluss zu den Fenstern. Wir wollen hier keine Fensterbank, die in den Raum reinsteht und uns irgendwie den Platz nimmt. Alle Fenster haben einen Insektenschutz von außen, dass man auch mal im Sommer das Fenster die ganze Zeit offen stehen lassen kann, ohne dass man dann abends stundenlang hinter der Mücke hinterher ist. Schau, auch hier haben wir die Ecke über der Treppe genutzt für die Badewanne. Gefliest haben wir nur bis zu dem Bereich, weil in der Wanne, da wird nicht im Stehen geduscht, das machen wir unten in der Dusche und haben uns ganz bewusst für eine 1,70 Meter Badewanne entschieden, einfach um nicht so viel Wasser zu verbrauchen. Hier hinter sind diese WC-Vorwandmodule oder Urinalmodul und das verstecken wir hier hinter einer durchgehenden Wand und schaffen uns hier eine schöne Ablage aus massiver Eiche, ja, und haben so eine saubere, geraden Abschluss und nicht dieses verwinkelte. Hier zum Beispiel haben wir den Lehm nicht gestrichen, sondern so gelassen. Man sieht hier noch den Strohanteil im Lehm, weil wir finden, dass im Badezimmer darf es ruhig ein bisschen dunkler sein, ein bisschen gemütlicher. Ja, und daher hier mal ganz rough und unbehandelt. Jetzt sind wir in einem der Kinderzimmer oder in einem der oberen Räume. Guck mal, auch hier eine offene Kehlbalkenlage. Mit einem Blick nach oben. Oben haben wir sogar ein Dachfenster eingebaut, dass oben nochmal schön Licht reinkommt. Und dann kann man das da oben als Dachboden nutzen. Oder abbrettern und einen Schlafboden für die Kinder oder einen Spielboden. Auf jeden Fall haben wir durch die offene Kehlbalkendecke nochmal ein ganz anderes Raumempfinden. Hier auch die massive Holzwände außen. Und auf der Innenseite die weiß verputzten Lehmwände, die nochmal ordentlich die Sonne reflektieren. Was ihr hier seht, ist ein heller Kiefernholzfußboden. Darunter haben wir ein dickes Paket mit einer Lehmtrockenschüttung. Und dann kommt die Unterkonstruktion. Wir haben Filzstreifen zur Entkopplung drunter. Und dann kommen schon der Rohfußboden aus Holz und dann von unten die Lehmbauplatten. Und dann die Deckenbalken. Und ich weiß gar nicht, für was ich mich mehr begeistern kann. Für das viele Holz oder für das viele Lehm. Hier in der Zwischendecke haben wir auf jeden Fall mehrere Tonnen Lehm. Da wir unter dem Fußboden keine Fußbodenheizung haben und uns auch für einen Holzbelag in den Bädern entschieden haben, haben wir nirgendwo Estrich verbaut. Naja, und dass wir auf OSB-Platte oder Gipskartonplatten oder sonst wie Materialien Styrodur oder Styropor verzichten, versteht sich von selbst. Genauso wie in solchen Häusern von uns kein Bauschaum verbaut wird oder irgendeine andere Art von Bauchemie. Und wenn du willst, gehen wir jetzt nochmal raus und ich zeige dir das Haus mal aus der Totalen von vorne. Dann hast du auch nochmal einen Eindruck, wie so die Dachformen zueinander stehen und wie das Haus von außen aussieht. So, hier haben wir jetzt einen Blick auf die Fassade in Verbindung mit dem Ziegel. Den haben wir ausgesucht in Anthrazit. Weil das Schöne ist, bei einem anthrazitfarbenen Dach, wenn du da auch Dachfenster hast oder eine Solarthermieanlage oder auch Photovoltaik, das schaut sich weg. Genauso wie anthrazitfarbene Schornsteintritte beispielsweise. Hier oben reichen 4 Platten für die Solarthermieanlage aus, um so einen großen 800 Liter Speicher zu befüllen, der uns dann ein Dreivierteljahr kostenlos mit warmem Wasser versorgt. Und du siehst, die großen Glasflächen lassen natürlich viel Licht rein, aber die steile Sommersonne und damit auch die Energie, die bleibt vom Haus fern. Oh, Stefan. Ja, schön, Stefan. Danke, dass du mir das Haus gezeigt hast. Hat total Freude gemacht. Es ist ein echt cooles Konzept, schön viele Details. Hat mich richtig fasziniert und mein kleines Architektenherz hochschlagen lassen. Danke. Ja, sehr, sehr gern. Hat mir Spaß gemacht mit dir. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und wenn wir euer Interesse geweckt haben, das Interesse an ökologischem, wohngesunden Bauen und ihr vielleicht ein Haus bauen wollt, dann besucht uns gerne und unter Umständen können wir euch das Haus dann auch mal persönlich zeigen.